Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Plugin-Vorstellung. Ja, eigentlich ist es heute gar keine Plugin-Vorstellung, sondern ein kleines Update-Video zu dem Plugin Compass Navigation, denn das hat sich jetzt einiges geändert in der Config und im Einstellen halt, und ja, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Als erstes ladet ihr euch das Plugin runter und zieht es in den Plugins-Ordner in eurem Server. Das ist dann hier drin, das habe ich jetzt schon drin. Dann startet ihr euren Server. Das dauert dann kurz. So, jetzt startet er. So, und dann hat er hier einen neuen Ordner erstellt und da ist die Config drin. Die öffnet ihr einfach mal und dann seht ihr hier unten schon Item, das werde ich euch jetzt gleich erklären. Denn jetzt öffne ich Minecraft und gehe auf den Server drauf. So. Okay, es laggt gerade ein bisschen. Falsch. Hier. Ja, egal. Also, jetzt könnt ihr hier den Kompass nehmen. Der ist standardmäßig eingestellt. Und hier dieses Navigationsmenü öffnen. Da ist jetzt noch nichts drin, aber das machen wir gleich. Aber wir wollen jetzt zum Beispiel einen Stein, dass man das Ganze mit einem Stein öffnen kann. Dann schreibe ich hier einfach in die Config eine 1 rein, weil die ID von Stein ist 1. Dann speichern. Und dann muss man einfach das Plugin noch neu laden. Das macht man mit /cn für Compass Navigation. Und dann einfach Reload. So, jetzt wurde das neu geladen. Jetzt kann man mit dem Kompass das Ganze nicht mehr öffnen, sondern nur noch mit dem Stein. Ja. Dann mache ich mal weiter mit der Config. Das wäre jetzt Rose, wenn ich... Oder nee, ich mache GUI Name. Da kann ich jetzt zum Beispiel reinschreiben Teleporter. So, speichern, wieder Reload machen. Und dann steht hier oben Teleporter. So, jetzt Rose. Wenn ich da eine 2 reinmache und speichere und wieder Reload mache, dann hat es hier 2 Reihen statt einer Reihe. Da kann man dann halt mehr Teleportierpunkte machen. Dann Präfix, das braucht man eigentlich nicht. Das ist für die Farben, soweit ich weiß. Dann Sign Name braucht man auch nicht. Das braucht man auch nicht alles. Das auch nicht. Das ist eigentlich alles unwichtig für die Funktion. Den Auto-Updater könnt ihr auf True lassen, dann wird immer ein Update gemacht, wenn halt eins da ist. Da schreibe ich jetzt mal false rein. Ist eigentlich egal. Sounds kann man auf true lassen, dann gibt es halt so ein Geräusch, wenn man sich teleportiert. Warm-up time kann man alles auf true lassen, das passt so. Und disabled worlds, dich halt, wenn ihr mehrere Welten auf einem Server habt, könnt ihr die ausschalten, also dass man den Kompass oder den Stein, was ich jetzt habe, nicht benutzen kann auf der Welt. Also, wenn eure andere Welt jetzt halt hier Test heißt, dann kann man es da nicht benutzen. Und ihr müsst ein Minus davor machen. Also so jetzt. Ja, das war's eigentlich auch schon mit der Config. Jetzt mache ich mal weiter. Jetzt werde ich mal so zwei so Felder programmieren oder eins, mal gucken. Dazu gibt ihr einfach mal /cn Setup. Und jetzt kommt hier auch, ich soll einen Slot auswählen. Ich nehme jetzt mal Slot 3, also 1, 2, 3 hier. Dritter Slot, da gebe ich /cn Setup 3 ein. So, jetzt habe ich den dritten Slot ausgewählt. Jetzt kann ich hier mal
anfangen mit dem Setup für. Ich muss hier mal den Chat weiter aufstellen. Hier. So. Was hat sie jetzt alles? Setup-Item, mit dem fange ich jetzt mal an. Jetzt will ich, dass da jetzt zum Beispiel eine gelbe Wolle liegt. Jetzt gebe ich slash cn Setup und dann Item ein. So. Jetzt liegt auf Slot 3, wird nachher eine gelbe Wolle liegen. Aber das müssen wir nachher erst alles bestätigen. Dann Name. Da geben wir Name und dann den Namen, wie es heißen soll. Da mache ich jetzt mal ein Hallo rein. Einfach nur als Beispiel. Dann, was hat's hier noch? Da brauchen wir noch. Das kommt später. Das wir können jetzt auch noch Warps machen, also wenn ihr Essentials installiert habt und da einfach Warps habt, zum Beispiel slash Warp Spawn oder so, das könnt ihr da auch noch drauflegen. Habe ich jetzt hier aber nicht. Ihr könnt noch ein Enchant drauflegen, also dass das Item so aussieht, wie wenn es enchanted wäre, also dass es so glitzert, mache ich jetzt aber nicht. Dann Setup LOC, also das LOC steht für Location, das mache ich jetzt mal hier. Also, jetzt gebe ich LOC ein. Und jetzt wird man hier zu dieser Location hin teleportiert, also auf diesem Block. Ja. Jetzt gebe ich mal. Jetzt habe ich eigentlich alles. Spongy kann ich euch auch nur erklären, weil das kann ich jetzt auch nicht machen. Das ist, wenn ihr ein ganzes Netzwerk aus Servern habt, also wenn man viele Server miteinander verbindet, kann man sich auch von einem Server zum anderen teleportieren. Und das kann man halt damit einstellen, dass das auch mit dem Kompass geht. Um das Ganze zu bestätigen, müssen wir einfach nur noch slash c an cn setup enable eingeben. So, jetzt ist der dritte Slot angemacht. Das dahinter braucht euch gar nicht zu interessieren, das ist von meinem Launcher oder ne, von meinem Minecraft halt eingestellt, dass das so angezeigt wird. Und ja, jetzt klicke ich da drauf und bin da oben. Jetzt kann ich wieder runtergehen, da draufklicken und bin da oben. Und bei Setup Item ist es wichtig, dass ihr das Item, wo ihr haben wollt, auch in der Hand haltet, weil sonst geht's nicht. Jetzt mache ich mal noch ein zweites, einfach mit einem Diamantschwert. Jetzt mache ich Setup mal 8. Und dann nehme ich einfach Hallo 2. So, was hat's noch? Item. Und dann noch diesmal mache ich die Location hier. Location. Und dann Enable. Jetzt ist hier das Schwert und das teleportiert mich hierhin. Und die Wolle teleportiert mich hierhin. Ja, so funktioniert das und dann könnt ihr euch ganz viele solche Teile setzen. Das war's eigentlich dann jetzt auch schon von dem ganzen Plugin. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube, ich habe alles und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.